Ich heiße Antje Kort, ich bin Ärztin hier in Putbus auf Rügen, seit 93 niedergelassen in eigener Praxis, habe 2 Kinder und bin glücklich. Es gab dann die Situation, als wir dann wirklich keine Luft zum Atmen mehr empfanden, dass egal was wir tun, wie wir uns bewegen werden, es irgendwann einen großen Knall gibt für die DDR. Ja, haben wir entschieden zu gehen, definitiv, die Insel zu verlassen. Damals hatten wir aber ein Kind, gerade geboren. Und haben lange überlegt, also der Entschluss stand fest. Wir hatten uns, wenn wir gehen, vorgenommen, auf eine Insel zu gehen, weil das Inselleben, das haben wir gesagt, das müssen wir weiterleben. Und hatten überlegt, ob wir dann zum Fehmarn überwechseln, also dass wir da irgendwie eine Möglichkeit finden, und die hätten wir uns auch ausgedacht. Wir haben sehr wohl Verantwortung gehabt, sehr große Verantwortung, auch wenn man diesen Beruf ergreift, denke ich, braucht man die. Und haben gesagt, wir haben ein kleines Kind und wir können nicht gehen. Wir können nicht gehen, weil wir nicht wissen, was mit dem Kind passieren würde. Da haben wir uns dann halt gegen unser eigenes Ansinnen entschieden, für das Kind und für das Bleiben, und das auch auf der Insel. Wir sind ans Wasser gegangen. Das bitte nicht vergessen. Wir waren am Wasser und haben gesagt, wir können hier einfach nicht weg. Aber es war schlimm. Es war schlimm, Dinge mitmachen zu müssen, von denen man nicht überzeugt ist, ja, die einem einfach wirklich quer gegen den Strich gingen, von denen man gesagt hat, das kann nicht reell und nicht gerecht sein. Das war schlimm. Gut, dann sind wir geblieben, haben dann halt diese ganzen politischen Dinge einfach hingenommen, nicht akzeptiert, hingenommen. Und dann kam ja Gott sei Dank nachher diese ganzen Bewegungen, wo wir auch mitgearbeitet haben, mit aktiv waren. Und da wurde dann politisch sehr groß drüber diskutiert, was wir tun können, was wir machen können, um halt diesem Regime Paroli zu bieten.